So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV. Ich muss hier kurz das wegschalten. So, der Markt hat ja wieder über Nacht einiges an den, jedenfalls der US-Markt, einiges an den Gewinnen eingebüßt. Obwohl Google sehr gute Zahlen gebracht hat. Der DAX ist ja dann doch wie erwartet schwach. Und da schauen wir jetzt dann drauf. Zwar wollte ich gestern nach dieser Kerze den Rücklauf dann noch kurz vor Handelsschluss mit einer Long-Position, eine Long-Position eingehen. Kurzzeitig lief er dann ja auch, beziehungsweise schloss ja dann auf, na gut, nahe, nee, nahe Tageshoch nicht, Tageshoch war ja hier. Konnte aber jedenfalls gut die Kerze eben umsetzen, allerdings eben mit den US-Future. Ständen und mit ja, Nikkei hat ein bisschen verloren. Gab es wieder einen Abverkauf und steht hier unten an einer wichtigen 1-Stunden-Unterstützung dann demnächst. Da ich im Moment auch noch für die Citibank wieder was schreiben muss, da hatte ich, das sind eben keine EMAs drin, hauptsächlich Formationen und hier sieht man, dass ein Dreieck hier nach unten leicht durchbrochen worden ist jetzt heute. Sind wir auch im Stundenchart unterwegs. Mal schauen, ob er noch in den nächsten 20 Minuten ob die Bullen das schaffen, den Kurs nach oben zu treiben noch. Sonst würde ich hier aus diesem einfacheren Chartbild Kurse von 9.475 sehen. Dazwischen könnte man zwar schon noch das Tief, beziehungsweise eben auch, was im anderen Chart zu sehen ist, hier an dieser Unterstützung noch womöglich abprallen. Aber der DAX ist weiter schwach, also hat er heute 140 Punkte abgegeben. Schauen wir mal kurz auf die Übeltäter auch. Wer daran hauptsächlich schuld ist. Gut, Commerzbank ist nicht groß gewichtet. ThyssenKrupp auch nicht. E.ON, RWE auch nicht mehr. Ja, die Deutsche Bank konnte ja kein Kaufsignal generieren. Ja, BASF ist einer der Schwergewichte. BMW, Daimler. Ja gut, es sind halt alle hier nach Lang und Schwarz, alle Minus oder. Und man kann sozusagen keinen Gewinner ausmachen oder keine Gewinnerbranche ausmachen, die den DAX eben nach oben treiben könnte. Die Schwäche im DAX hat natürlich dann eben auch im Bund seine Nachwehen und der Bund, wie man hier sieht, wieder ein kurzes Untertauchen an diesen nächsten. Die nächste Verkaufsmarke, da muss ich wirklich mal beim Bund eher auf die Schlusskurse achten. Ja, auch hier war es ja, ging der Bund leicht nach unten und konnte sich dann eben retten. Aber dieses erste Kursziel dann abgearbeitet und aktuell stehen wir auch über der letzten Sellmarke. Aber auch hier war ja auch eingezeichnet, dass es noch ein Hoch fehlt. Hier ist es jetzt dann wirklich. Sollte sich jetzt hier oben ein neues Hoch ausbilden, kann man schon davon ausgehen, dass es dann eine längere Seitwärts- bzw. Abwärtsphase dann geben könnte. Also hier werde ich weiter meinen Blick auf die Shorts richten. Im Dow Jones Index Future fällt er jetzt gerade unter den EMA 38, auch unter die Unterkante des Rainbows. Hier ist eine schöne Auffangzone bei 16.090 bzw. ja 16.140 an der Unterkante. Alleine nur von diesem Chartbild ist noch davon auszugehen, dass es eben hochgeht, aber eben nur grau. Also hier auch in den unteren Zeitebenen nochmal
die Umkehrkerzen dann, wenn es welche geben sollte, abchecken und dann erst die Aufwärtsbewegung handeln. Also sicher ist auch, wenn man jetzt hier noch den Nasdaq nimmt, ja, der steht eben auch mit, gerade obwohl die Google-Zahlen natürlich kurzfristig nachbörslich den Nasdaq nach oben getrieben haben, steht aber auch bei 40, 50 Punkten im Minus. Und hier sieht es eben auch aus, dass womöglich vielleicht die Bewegung fertig ist und dass wir einfach noch ein weiteres Tief hier sehen werden. Also recht vage die Chartbilder. Man muss eben wirklich, wenn man dann Positionen eingeht, die relativ eng absichern oder auch schnell Teilgewinne mitnehmen. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.